R, 100 R. Gut. Du hast Bilder. Ich hab Bilder. Nimm mal so viel. So ungefähr in dem Style soll sie werden? Nach Möglichkeit schon, ja. Nur nicht mit schwarzen Rädern. Nur nicht mit schwarzen Rädern, gut, haben wir uns geeinigt. Können wir so oben nochmal nehmen? Nee. Doch besser. Ja. Klein Licht hinten. Gut. Und hast du auch hinter der Schutzblech dran? Ja. Gut. So, jetzt hier machen wir weiter. Die Sturzbügel werden lackiert schwarz. Die Gabel wird durchgesteckt, da kommt ein LSL-Stummellenker dran, einer der, wo die Erhöhung hat. Gut, Rahmenheck hinne wird gekürzt, Sitzbank wird selber eine gebaut. Aber das zwei Sitze, oder? Ja. Ja. Also die Länge, so dass er zwei Sitze noch ist. Gut, da hinten der ganze Kram fliegt halt auch logischerweise weg. Tolle Armaturen kommen runter, kommt so ein Grundinstrument von Moto Gadget dran. Und blinkertechnisch? Kleine. Kleine. Ja. Dann machen wir. Oder länger Blinker, ne? In länger rein, ja. Dann nehmen wir auch die von Moto Gadget, die sind gut. Kommen in länger die Blinker rein. Jetzt bin ich Baujahr nicht ganz sicher, ob ich dahin auch noch welche brauche. Notfall machen wir nur im länger. Ja, wir können wir machen hinten auch kleine dran. Hinten auch kleine. Und eine Rundrücklicht hat sie, glaube ich, so ein kleines, ne? Genau. Und dann Video. Gut, Auspuff ist auch ganz geil. Nee, da muss ein anderer Auspuff dran. Achso, was sind wir da? Ein schmaler. Da habe ich im Moment noch keinen richtigen Gedanke. Aber der ist zu dick, okay. Aber technisch wird es halt so, dass hinten das Teil, das verchromte Teil wird schwarz und vorne der Lamperring bleibt chrom. Im Halter werden auch geändert. Da kommen wir elegantere dran, wie du sagst. Gut. An der Gabelstandrohre kommen Faltenbälge dran. Gut. Und die Sitzbank, wie soll die gestylt werden? Und die Sitzbank soll so gestylt werden in der Art. In schwarz, ne? In schwarz. Ja, gut. Luftfiltertechnisch wird so offene KNN-Filter. Da oben mit dem Luftfilterkasten, wo da oben drin ist, da lassen wir nochmal hinwachsen. Fällt mir jetzt im Moment nichts Richtiges ein. Gut. Außerdem bist du ja nicht aus der Welt. Wenn nicht, rufe ich die an, wenn ich uns so machen muss. Okay. BRB Mystik, da habe ich auch nur zerlegt. Hinter der Arsch haben wir schon mal so grob abgeschnitten. Das sieht so aus und dann gibt es dann irgendwann mal eine Zwei-Mann-Sitzbank. So, deine Schlüssel haben wir jetzt hier schon halb zerlegt, den hast du schon gesehen. Bin begeistert. Meinst du? Ja. Das gefällt dir so, was wir gemacht haben. Wir haben bis jetzt nur abgeschnitten und abgebaut. Ne? Ja, fürs Erste, man sieht das erste Ergebnis. Schon ja, genau. Guck da hinten, ne? Da fehlt jetzt die Hälfte. Hier, was machst du? Zeig mal den Leuten hier in YouTube, da ist Sitzbank. Hier, Leute, diese Spezialsitzbank, guckt es euch an. Ein Traum. Vor dem Umbau noch neu gesattelt worden. Ja, ist zu verkaufen, oder? R100R kann sofort von mir gekauft werden. Hast du einen Plan, was du haben willst? Nee, sollen wir eine Angebot machen für. Ihr melden bei uns und dann Angebot. Guckt euch die Sitzbank an. Wunderschön, weiß gekettelt. Ja. Ja. Ein Traum. Und hast du schon mal ein Mädchen drauf sitzen gehabt? Wäre, dass das meine Frau nicht ist. Ja, aber die haben alle schon gesessen, oder? Ja, ja. Die waren alle begeistert. Waren alle begeistert. Ja, Leute, kauft die Sitzbank, ne? Muss ja nicht immer gleich so ein Brett werden da, wie was ich da immer hinstelle. Guten Tag, ich habe gerade die Kamera an der Hand. Du kommst mit Auspuffmaterial. Jawohl. Da kommen wir ja weiterarbeiten. Jawohl, kann losgehen. Dann mache ich jetzt erstmal aus und dann gucken wir mal. Okay. Jo, was ist los hier? Das geht ja hier auch schon richtig voran.
Rahmen, Heckhimmel schon gesteilt, Schutzbleche dran gemacht. Oh mein Gott, Nummernschildhalter, Lampehalter auch schon dran. Und die Sitzbankplatte. Das ist, das sind so die Maße, wo er dann immer so nimmt, ein paar Zollstück. Und die sind immer gleich. Genau. Und dann kommt das dann irgendwie noch so. Ja. Wenn ich auch noch mal gucke. Ja, okay, verstellen. Wird ja noch ein bisschen gepolstert, da ist ja dann rechts und links noch ein bisschen Material. Gut. Immer. Zauberer, was hast du denn gemacht? Soweit. So. Der Schutzbeck ist dran. Warte mal, lass mich erstmal hier unten drunter, bevor du bitte den Deckel drauf legst. Also Schutzbeck ist hier nochmal zweimal festgemacht. Hast du Laschen? War die schon oder hast du die? Die Lasche war da, ich habe Hülse dazwischen gemacht. Ja, da hast du Lasche angespeist. Der Halter hier hast du auch dran gemacht. Ah, die sind alle nur geschraubt, gell? Hast du gar nicht geschweißt. Alles. Doch, hier oben hast du geschweißt. Den habe ich geschweißt. Okay. Wir machen nochmal Rücklicht. Nochmal so von der Seite. So, jetzt lege ich mal den Sitzbankdeckel drauf. Gut. So. So kriegt sie doch Form. Alles gut. Wird mal wieder schwer am Basteln. Er macht jetzt gerade einen Haldo. Da hast du schon, das gibt die Löcher, gell? Für ja, Foto, das sind die Löcher jetzt da. Ja. Schneide ich jetzt hier so aus. Okay. Dann viel Spaß. Ja. Dirk baut Haldo. Edelstahl, ne? Ja, okay. Super, klar. Ich habe heute Morgen auch schon eine Lampe Haldo dran gemacht und die Lampe. Das sieht hier alles gut aus. Mal vorne an. So, ich habe jetzt einen Motor gebaut. Bitte? Hier mal so einen Halter gebaut. Das ist er. Ja. Da kriege ich auch die dicke Stecker nicht durchs Loch. Dann muss ich das hier einkerben. So sieht das aus. Und dann wird das hier so. Und ohne die Schraube rein. Ja. So sieht er dann aus. Und dann sitzt unser Motor Gadget Taro. Ja. Im Dirk, da keine Halterung dafür. Im Dirkshalter. Genau. Geil. Sag mal, mal gucken, wie es aussieht. Ja, wenn du jetzt noch festschraubst, ja. Aber es sieht doch steilisch gut aus. Ja, der Halter, der ist stabil. Der ist gut. Den lackieren wir jetzt schwarz, glänzend noch. Ja. Wollen wir Patent anmelden? Ja, wenn die ja immer alle gleich werden, daraus, dann wäre das schön. Ja, super. Angefertigt für die Lampe. Dirk baut Haldo für die Lampe. Geht? Perfekt. Aha. Künstler. Dirk, das hat heute alles super geklappt bei dir, ne? Ja. Bist nicht genervt? Schön entspannt. Ja, hast du die ganze Woche hast du da draußen auf der Halle rumgemacht? Jetzt kannst du wieder mal. Ah, oder mal schön. Jetzt kannst du wieder mal sein. Flexen und machen und tun. Hier, das ist der Moto Gadget Taro. Nur mal so. Und der Halter hat Dirk heute gemacht. Er hat es gebohrt, geflext. Ich habe es nicht gefilmt hier. Es hat ein Spektakel wieder gemacht. Du hast wieder die Schleifex tyrannisiert. Wir haben aber noch mehr. Nicht nur den Taro Halter. Wir haben auch Zündschloss angebaut. Da, Leute. Das ist das Original zum Schloss. Da weiß auch nicht jeder, was das für eine Scheiße ist. Da ist eine Rohrhülse dazwischen. Das ist eine Rohrhülse, genau. Das ist lackiert, pass auf. Ja, oh ja, das ist aber schon trocken. Oh, gut. Da ohne Sitzes ist zum Schloss. Wollen wir die Startnummertafel auch noch irgendwie haben? Heute noch. Ja, wir haben doch erst kurz vor vier. Die Halter abschneiden. Ja. Und dann lackieren wir das da hinten. Das machen wir aber heute nicht mehr, ne? Schrauben wir das ganze Ding ab. Ja, okay. Machen wir aber erstmal den Haller da. Die Startnummer, ja. Haken dran, dann machen wir sie in der Runde und dann gehen wir das Ding. Genau. Und mit unserer BMW ging es heute auch recht voran. Wir haben jetzt zum Beispiel hier, das wird alles noch so schlimmer, nur mal so. Wir haben jetzt hier rechts und links die Startnummer dran gemacht. Weil der Rahmen ja hier so sich ausbeult, muss man es hier gleich dann anders so machen wie auf der anderen Seite. Bei BMW ist halt immer alles so gleich.
Gut. Das mit dem Tarot habe ich schon nochmal fotografiert. Jetzt haben wir aber noch ein Highlight. Die Lampe soll da dran. Die haben wir jetzt eben gerade da vorne an den Schlussbügel gesetzt. Einmal frei. Die Blick tut sie noch einmal sichern gerade. Okay. Es geht voran. So, bei Peter Kraus. Musik. Du wirst jetzt lächeln. Nie mit Namen der Anbau. So, samstags morgens Aufgaben. Wir haben jedenfalls das Rahmenheck wieder dran geschraubt. Die Seitentafel rechts und links vom Moto Gadget. Kommen die Blinker hier vorne in den Lenker rein. Das Rücklicht mit E-Nummer mal verbaut, ist auch Nummernschildbeleuchtung unten mit drin. Das sieht mir jetzt schlecht. Ja. Ja, das war jetzt so das Samstagvormittag. Ja, wir haben also jetzt hier zwei BMWs. Es sind beide R100R, aber dann doch wieder alles verschieden gemacht. Wir bleiben aber jetzt erstmal beim Timo Sano. Also, Speicherräder serienmäßig. Das Schutzblech ist jetzt da drauf. Das haben wir so gemacht. Die Falkenbälge, die müssen noch richtig runtergesetzt werden. Die Falkenbälge sind da dran. Die Lampe haben wir schwarz. Die Lampenhalter. LSL Stummellenker. Vom Moto Gadget und Tacho. Hier oben machen wir noch was hin. Das haben wir noch jetzt noch nicht. Stutzbügel sind dran, die offene KNN-Luftfilter, dann die Ruderabdeckung, dann haben wir die Seitentafel dran und hinter das Schutzblech haben wir schwarz gemacht. Die Sitzbank, das ist jetzt gerade aktuell, die habe ich jetzt nämlich am Sonntag geholt. Ja, das sieht auch mal gut aus. Das ist hinter das Rücklicht, was wir da verbaut haben. Und die Blinker, da wollte Timo nicht so alleine haben. Haben wir die drauf und es ist nochmal ein seltener Auspuff drauf von Zach. Also so sieht die BMW aus. Moment. Und der Timo wollte unbedingt diesen geilen gelben Scheinwerfer da dran haben. Okay, wenn er das will, soll er es haben. Ich lasse mal laufen. Ja, das Standgas ist sehr tief eingestellt, deswegen tut es so ein bisschen vibrieren. So aufgeregt nach rechts und links. Aber was wir auch noch gemacht haben, wir haben das Zündschloss hier hinten hingesetzt. Und was man jetzt nicht sieht, hier oben haben wir eine in dem Rahmenrohr hier, da haben wir eine Stabsbatterie drin. Da braucht man nämlich keine Batteriekasten zu bauen und so weiter. Wäre ein wenig blöd gewesen, weil hier unten in dem Sammler ist nämlich keine Luft. Gut. So sieht jetzt ein Timo Steiner aus. Dann machen wir nochmal eine Fahraufnahme. Guck mal, die läuft schön, ne? Ja.
Jetzt haben wir uns immer schon verloren. Scheiße. And all those cheese are crying for you.